Hey yo, und schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Edien und damit herzlich willkommen zurück zu meinem Projekt Devil Helmer nachzubauen. Der aktuelle Part wird relativ kurz werden, also damit meine ich das Speedbuild, denn das Nasenbärengehege ist nicht besonders groß und detailliert fand ich das jetzt auch nicht unbedingt, aber natürlich darf das hier in diesem Projekt natürlich auch nicht fehlen. Da es in diesem Spiel natürlich noch keine Nasenbären gibt, habe ich als Alternative natürlich die Waschbären benutzt. Also ich denke mal, für die Größe passen die ja optimal zusammen, also sind fast gleich groß, würde ich jetzt mal sagen. Haben auch viele Ähnlichkeiten, vor allem was der buschige Schwanz jetzt wahrscheinlich betrifft, aber das ist jetzt einfach nur eine Alternative. Ich gehe mal stark davon aus, dass Frontier demnächst wahrscheinlich auch irgendwann mal Nasenbären hinzufügen wird. Wenn nicht, dann ist es halt so und dann bleiben natürlich die Waschbären drin. Aber sollte natürlich der Fall kommen, werden die Waschbären natürlich ersetzt. Aber erstmal bleiben diese Tiere da drin und sind natürlich ein willkommener Besuch in diesem Zoo. Ich hoffe, ihr seid mir dabei nicht böse. Ich denke mal überhaupt nicht. Also Hauptsache, es ist irgendwas drin, weil sonst hätte ich wahrscheinlich irgendwelche Alternativmodelle reingestellt, hier vom Workshop oder sowas, weil ich bin da natürlich kein, ja, Spezialist, was sowas betrifft, irgendwelche Tiere aus irgendwie Bauteilen zu bauen. Ich kriege das nicht hin, also, beziehungsweise ich habe es noch nie versucht, doch einmal, aber das sah einfach nur kacke aus, also, muss ich ehrlich zugeben. Aber ich denke mal, mit den Waschbären habe ich auch keinen Fehler gemacht. Die bewegen sich auch relativ gut in diesem Gehege, die klettern auch relativ viel rum, auch auf den Bäumen und. Ich habe es ja gerade schon erwähnt, das Speedbuild wird nicht besonders lang sein, da das Gehege auch nicht gerade groß ist. Ich hatte relativ viele Probleme gehabt, dort irgendwelche Vorbilder zu finden, denn im Internet findet man sozusagen gar nichts über dieses Gehege. Wenn man halt die Tiere eingibt, wer Helmer, Nasenbären und, findet man nur Bilder von den Tieren, aber nicht selbst von diesem Gehege. Ich habe zwar hier und da ein paar Videos gefunden, aber da sieht man das Gehege entweder nur aus der Entfernung oder nur aus einem bestimmten Winkel, aber nie wirklich das komplette, weshalb ich mir das da irgendwie leicht zusammenpuzzeln musste und ich hoffe, ich habe das einigermaßen hingekriegt. Ich habe mehrere Optionen in Erwägung gezogen, so wie das hier zum Beispiel. Das hat mir dann, oder beziehungsweise am Anfang hat es mir ja gefallen, bis ich dann irgendwas noch gefunden habe aus einem bestimmten Blickwinkel. Das habe ich dann offscreen noch ein bisschen leicht verändert. Das werdet ihr auf jeden Fall auch noch sehen, wie ich das ein bisschen noch abändere. Denn ja, es sollte ja so original wie möglich sein, aber dort war es halt ein bisschen schwieriger, weshalb ich da wahrscheinlich auch sehr viel improvisiert habe. So, da habe ich versucht, irgendwie eine Glastür draus zu basteln. Das hat mir dann im Endeffekt nicht so gefallen. Das habe ich auf jeden Fall noch abgerissen. Habe ich im Endeffekt hier die Gehegetüre benutzt. Sah natürlich auf jeden Fall besser aus und hat noch so auf jeden Fall besser hineingepasst. Also das hat sich im Endeffekt ja auch noch geändert. Das Gehege war am Anfang einfach zu groß gefühlt. Natürlich habe ich auch noch leicht stark verändert, also von der Größe relativ noch klein gestaltet. Ich habe versucht, noch ein paar Klettereinheiten mit so einer Art Baumstamm hinzumachen, weil die haben nicht wirklich viel Grünzeug drin, so wie ich das aus dieser einen Perspektive gesehen habe. Ich glaube nur ein, zwei Bäume und sonst allgemein nur Klettergestelle, denke ich mal, ja. Kann ich leider nicht mehr viel dazu sagen. Ich kann mich leider nicht mehr erinnern, wie diese Gehege aussieht. Ich werde natürlich erstmal wieder im Sommer, ja, erstmal nach langer Zeit da mal wieder hingehen, weil ich muss auf jeden Fall gucken, weil da gibt es ja anscheinend dieses Koala-Haus und ich weiß nicht, wo das steht. Deswegen, das brauche ich auf jeden Fall und allgemein für das Giraffenausgang und für dieses Aquarium. Aber da weiß ich mittlerweile, wie es aussieht, muss ich auf jeden Fall noch ändern. Aber ansonsten, wie gesagt, dieses Nasenbärengehege ist nicht wirklich viel gemacht. Ja, ich habe mir auf jeden Fall Mühe gegeben, aber ich bin noch nicht so leicht und so stark überzeugt. Aber es sieht auf jeden Fall ansatzweise danach aus, wie es aussehen sollte. Ihr könnt mir eure Meinung gerne in die Kommentare schreiben, ob es mir gelungen ist oder nicht. Dann werde ich gucken, ob ich da noch irgendwas dran ändere, aber ich weiß es noch nicht. Wie muss ich gucken? Also, wie gesagt, ich kann mir leider kein Bild draus machen, wie es in Wirklichkeit aussieht. Ich habe nur, ja, ohne Vorbilder oder allgemein, ja, ihr wisst, was ich meine, mit irgendwelchen Planungen oder sowas. Es ist halt ziemlich schwer, irgendwas zu konstruieren, was man nicht weiß, wie es in Wirklichkeit aussieht. Aber ich habe es auf jeden Fall, ja, versucht. Also, wie gesagt, ihr könnt euch das Endergebnis natürlich gleich wieder angucken, wenn ich hier durch den Zoo laufe. Ihr habt es ja schon im Kinomodus gesehen. Also, im Endeffekt sieht es auch nicht schlimm aus. Also, ich bin auf jeden Fall noch zufrieden, wie es aussieht. Also,
Meckern ist hier auf jeden Fall auf hohem Niveau, aber ja, ich kritisiere mich gerne selbst. Ihr dürft euch, wie gesagt, selber eine Meinung draus machen und mir alles gerne in die Kommentare schreiben. Ihr könnt auch gerne reinschreiben, sieht kacke aus, sonst irgendwas. Ich bin euch da nicht böse, ich stimme euch im Endeffekt wahrscheinlich auch sogar noch zu, aber naja. Sei es drum. So, ich verabschiede mich für das restliche Speedbild. Das geht definitiv nicht mehr lange. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder im Zoo. Sage ich dann also mal ciao und bis gleich. Hey, yo, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück. Ich stehe dieses Mal auf jeden Fall richtig, weil sonst drehe ich mich ja eigentlich meistens um. Hier allgemein vor dem Nasenbärengehege, aber wie ihr das hier schon erkennen könnt, sind hier die Waschbären drin. Da oben lümmelt gerade einer rum. Das liegt natürlich daran, weil natürlich von den Frontier-Entwicklern natürlich noch keine Nasenbären hinzugefügt worden sind, weshalb ich ja einfach jetzt mal die Waschbären als Ergänzung benutzt habe, und ich denke mal, von der Größe her sind sie ungefähr gleich, und sollte mal wirklich hier die Nasenbären hinzugefügt werden, werden die natürlich auch geändert, aber erstmal nicht wundern, ist nur provisorisch. So, hier natürlich ist das
Oder sieht ein bisschen komisch aus. Das ist auf jeden Fall der Eingang für das Tropenhaus bzw. das Amazonhaus. Das wird natürlich als nächstes stattfinden. Da bin ich mal gespannt. Es wird wahrscheinlich auch lange dauern. Vielleicht auch in zwei Parts. Ich bin mal gespannt. Aber mal gucken. Vielleicht kriege ich es auch in einem hin. Ich weiß nicht. Vielleicht viel mit Offscreen-Materialien. Ich bin noch unschlüssig, wie ich das mache. So, aber erstmal hier. Wie ihr das hier sehen könnt, die sogenannten Waschbären oder allgemein Nasenbären mit ihrem schwarzen Stängel am Kopf. Ja, ich habe aktuell nur zwei Exemplare hinzugefügt. Mehr, denke ich mal, werden hier auch nicht benötigt. Also es ist ja eigentlich, wie gesagt, nur rein provisorisch. Ich habe es, glaube ich, auch schon im Speedbild erwähnt, dass ich hier kaum Bildmaterialien gefunden habe, selbst Filmmaterialien. Irgendwie ist es ziemlich schwer, wenn, dann finde ich da halt wirklich nur Bilder von den Tieren, aber nicht von dem Gehege. Ich weiß nicht warum, warum das ja nicht immer übersprungen wird, allgemein auch bei den Tourenvideos, die ich angeguckt habe. Nada, also nichts wirklich Vergleichbares, entweder stehen die Leute entweder hier, gucken so rüber, dass man halt nicht viel erkennt, oder von Google Maps von oben sieht man gar nichts. Und das finde ich halt echt schade. Das Einzige, was ich ja wirklich erkannt habe, ist natürlich, dass hier ein Baum steht mit einer quasi so einer runden Bank, wo man sich hinsetzen kann. Natürlich habe ich so eine Sperre reingemacht, aber irgendwie, ja, funktioniert das hier nicht wirklich. Man sieht es hier gerade. Okay, hier habe ich eine offene Stelle, sehe ich gerade. Aber egal. Jetzt sieht es halt ein bisschen komisch aus. Sehe ich zum ersten Mal, aber ist ja egal. So, das Insektarium, das habe ich natürlich auch noch hinzugefügt. Das habe ich zufälligerweise auch noch entdeckt, dass da was steht. Und ansonsten hat man eigentlich allgemein, ich weiß nicht, ob man hier durch kann. Ich habe das jetzt mal offen gelassen. Im Speedbild habe ich da ja eine Tür hin platziert. Die habe ich wieder gelöscht, weil ich das hier ein bisschen verändert habe, weil ich natürlich doch noch was gefunden habe. Und ich finde, das sieht auf jeden Fall besser aus. Hier hinten ist natürlich eigentlich alles Stuff Only. Hier ist natürlich alles noch kahl und hier ist so eine Stelle offen. Hier mit Fässern und keine Ahnung was. Da geht es auch wirklich hier in die Tierpflegerhütten rein. Werde ich vielleicht irgendwann mal machen, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist erstmal nichts geplant. Ich denke mal, die großartigen Details, die am Ende noch kommen, werden natürlich auch am Ende kommen, bevor ich natürlich das komplette Ding hochladen werde. Ihr habt ja aktuell den und die erste Season bzw. den ersten Teil dieses Zoos. Ich glaube, der geht nur bis zum Vogelhaus. Ich glaube, da steht dieses Känguru oder alte Känguru-Gehege, steht da, glaube ich, noch gar nicht. Jetzt aktuell, ja, die Damaszenerhalle, das Insektenhaus, die Nasenbären, und jetzt als nächstes das Amazonhaus. Das geht ja, glaube ich, bis hierhin oder so. Und dann sind hier, glaube ich, auch noch ein paar, zwei, drei Gehege. Ich weiß nicht, hier ist, glaube ich, auch das Koala-Dingsbums, das neue. Das habe ich bisher auch noch nie gesehen. Ich war bisher noch nicht in der Wilhelma. Im Sommer wird es auf jeden Fall soweit sein. Hier ist, glaube ich, auch noch was. Ich will hier auf jeden Fall das hier komplett vervollständigen, bevor ich jetzt hier oben weitermache. Habe ich ja, glaube ich, schon mehrmals erwähnt, damit sich das hier verbindet. Also, das ist mir einfach zu nackig hier. Und übrigens, das hier muss ich ja auch noch machen. Hier habe ich ja auch noch eine offene Stelle hier unten drin. Ich fliege mal kurz rein, hier. Mittlerweile weiß ich, wie es aussieht. Das muss ich auf jeden Fall noch nachbessern. Wird auf jeden Fall offscreen erledigt. Und ich glaube, das hier und das hier, das sind ja auch so zwei Mini-Gehege, die werde ich definitiv, glaube ich, auch zusammen in einem Speedbild packen. Ich weiß halt nur nicht, wie ich es nennen werde. Und natürlich auch eine Herausforderung ist das Restaurant, aber da habe ich auf jeden Fall Glück, da habe ich sehr, sehr viel Bildmaterial zur Verfügung. Filmmaterial weiß ich nicht, auf jeden Fall sehr, sehr viel Bild. Und das wird auf jeden Fall auch noch passieren. Oh, das wird auf jeden Fall auch noch ein großes Projekt. Aber ich denke mal, das Amazon-Haus links wird entweder in ein mit zugeschnittenen Sachen, viel Offscreen, oder vielleicht in zwei Parts gestaltet. Denn der Großteil, der ja in der Wilhelma schon war, weiß, wie groß das Ding ist. Natürlich sehr, sehr viele Bepflanzungen. Darunter ist, glaube ich, auch ein Faultier. Ich weiß nicht, wie das integrieren soll mit dem begehbaren Gehege, weil das ist ja nicht gerade klein. Und dann noch ein paar Affentiere, Krokodile, Fische. Die kann ich ja theoretisch so mit irgendwie einem Exemplar hinzufügen. Und natürlich ein paar Vivarien sind auf jeden Fall drin. Aber da muss ich gucken, wie ich das gestalte. Das ist auf jeden Fall erstmal fraglich. Definitiv werde ich wahrscheinlich aber von hinten aus anfangen, statt von vorne. Weil hier habe ich auf jeden Fall schon mal den Ausgangsbereich mit dem Dach und so. Also auf jeden Fall werde ich definitiv von hinten anfangen. Das weiß ich. Und dann muss ich gucken, wie wo was. Oder ich gestalte einfach erstmal die Wege. Dann habe ich es ein bisschen einfacher. Aber überlasst das mir.
Ihr habt damit nichts zu tun, ihr könnt einfach nur die Videos genießen, während ich mich da irgendwie so versuche abzustressen, um dieses Gebäude optimal zu bauen. Aber wie gesagt, ich lasse mir immer Zeit damit, denn für mich ist es eigentlich kein Zeitdruck, auch wenn es jetzt länger baut, so 3-4 Wochen oder sonst irgendwas. Ich mache das nicht alles in einer Sitzung, ich mache das immer wieder etappenweise, mal eine Stunde, dann höre ich mal wieder auf, fange 3-4 Tage später wieder an eine Stunde und dann irgendwann ist das Gebäude auf jeden Fall fertig. So, aber nun habe ich nichts mehr zu sagen. Wie hat euch dieses Speedbuild gefallen? Schreibt es mir noch in die Kommentare. Ansonsten, schenkt dem Kanal auch ein Abo, es kostet euch nichts und hilft mir sehr. Bis dahin wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Tag und bleibt gesund. Euer Idien, ciao.